Heute Mittag, kurz vor 13 Uhr, wollte eine Funkwagenbesatzung des Reviers Käfertal einen Mazda kontrollieren, weil offensichtlich da der Zulassungsstempel nicht richtig lesbar war. Sie haben ihn angewiesen, das Fahrzeug zu stoppen. Der Mazda hat allerdings nicht gestoppt, sondern ist dem Streifenwagen davongefahren, hat mehrere rote Ampeln überfahren und hat sich eine Verfolgungsfahrt mit den Kollegen geliefert, die insgesamt 7 Kilometer lang ging. In der Gutenbergstraße, Ecke Christian-Friedrich-Schwan-Straße, kam es dann zum Zusammenprall mit einem Streifenwagen, der sich da in den Weg gestellt hatte. Zuvor hatte der Mazda mehrere PKWs, die am Straßenrand geparkt waren, beschädigt. Unter anderem auch eine Passantin gefährdet, die auf dem Gehweg lief. Da ist er nämlich draufgefahren und die konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Mann, es handelte sich um einen 27-jährigen Mannheimer, wurde vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme widersetzte er sich massiv gegen die Festnahme. Er wurde danach in ein Krankenhaus eingeliefert und dort wurde ihm auch Blutproben entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss sein Fahrzeug geführt hat und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden belief sich auf knapp 30.000 Euro. Ja, die Kollegen sind derzeit noch an der Unfallaufnahme des ganzen Sachverhalts. Da muss auch noch die Fahrbahn gereinigt werden. Insgesamt 2 Kilometer wurden dort beschmutzt in der Gutenbergstraße. Und natürlich sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls oder auch Personen, die eventuell durch den Herrn gefährdet wurden.